Heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei mir. Und zwar ist es der Mann, der quasi die Geschicke in Weil am Rhein mit seinen Kollegen leitet. Es ist kein geringer als der Herr Wolfgang Dietz. Herr Dietz, danke vielmals, dass wir zu Ihnen haben dürfen kommen für das Gespräch. Gerne schön, freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Was liegt Ihnen eigentlich an dem Job Oberbürgermeister? Das machen Sie jetzt zum dritten Quartal, oder? Das dritte Mal schon. Was ist das, der Reiz und der ganze Geschichte? Es beginnt damit, dass Weil am Rhein meine Heimatstadt ist. Ich bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen, war dann ein Vierteljahrhundert weg. Aber es hat mich immer gereizt, für meine Heimatstadt etwas tun zu können. Eine Stadt mitten im Dreiländereck mit internationalen Berührungspunkten, das macht es schon sehr spannend. Die Stadt ist sehr dynamisch, wächst. Das heißt, wir müssen mit der Infrastruktur ständig nacharbeiten und nachholen. Und deswegen jagt hier im Grunde genommen ein Projekt das nächste und das macht Freude. Wie steht eigentlich Ihre Familie da dazu? Ich meine, Ihre Frau, die ist ja dann eigentlich ewig allein. Sie sind jeden Tag fast in der Zeitung, Sie haben jeden Tag irgendwo engagiert. Nicht nur unter der Woche. Unter der Woche, das wäre überhaupt kein Problem, weil das haben ja viele. Aber Sie sind Samstag, Sonntag sind Sie immer in Aktion. Also meine Frau wusste, auf was sie sich einlässt. Als sie mich kennengelernt hat, war ich schon ein sehr aktiver Mensch. Zwar nicht in der Kommunalpolitik, aber an anderer Stelle. Und wir haben das miteinander besprochen und organisieren uns auch entsprechend. Und wir nehmen uns auch Zeit für uns selber. Seit die Kinder aus dem Haus sind, ist das noch etwas leichter geworden. Vorher war es etwas belastend ab und an, weil man die Zeit für die Familie nicht hat. Aber auch da haben wir uns beide bemüht, dass wir unseren Kindern auch Zeit gönnen mit ihnen und ihnen mit uns. Und jetzt aktuell ist es so, dass meine Frau mich auch gern begleitet. Sie hat auch ihre eigenen Aktivitäten bei uns in der Stadt. Insofern passt das alles gut zusammen. Wir sind in gewisser Weise ein Team. Sie sind ja vor Ihrer Zeit als OB in Brüssel gesehen. Was ist denn dort Ihre Aufgabe gesehen in Brüssel? Meine Aufgabe war die Leitung des Büros des Landes Baden-Württemberg. Die deutschen Länder haben beginnend Ende der 80er Jahre in Brüssel eigene Büros aufgebaut. Da war ich einer der ersten, die damals nach Brüssel gegangen sind für Baden-Württemberg. Und unsere Aufgabenstellung war im Grunde genommen ähnlich wie die einer Botschaft, aber speziell eben für die Region, für die speziellen Interessen unseres Landes Baden-Württemberg, etwa für die Automobilindustrie, etwa für die ganzen grenzüberschreitenden Zusammenarbeiten mit Frankreich und der Schweiz. Insofern hatte ich schon damals eigentlich viel Erfahrung aus meinem Hiersein in Weil am Rhein, aus meiner Schulzeit, aus meiner Studienzeit in Freiburg, die ich mit hineinbringen konnte in diese Tätigkeit. Haben Sie denn schon mal den Schritt zurück in Ihre Heimatstadt bereut? Nein, man muss solche Sachen sich sehr gut überlegen, bevor man sich entscheidet. Ich wusste, auf was ich mich einlasse. Kommunale Politik war bei uns zu Hause immer ein Thema. Mein Vater war fast 30 Jahre Mitglied des Gemeinderates hier in Weil am Rhein. Meine ersten politischen Schritte habe ich in der Kommunalpolitik gegangen, war einmal der jüngste Kreisrat in Baden-Württemberg und deswegen, ich wusste schon, auf was ich mich einlasse. In meinem Herzen schlugen immer zwei Seiten. Das eine war das Kommunale, das Lokale, das sehr direkt bei den Menschen seiende. Das andere waren die internationalen Beziehungen, die ich in Brüssel, die ich in Amerika, wo ich dort gearbeitet habe, gepflegt habe. Beides passt auch durchaus zusammen. Es scheint nur, dass es Gegensätze sind. Haben Sie denn aus der Zeit von Brüssel noch Kontakte? Immer mal wieder. Brüssel ist ein sehr schnelllebiges Pflaster. Die Menschen verändern ihre Aufgabenstellung. Aber es gibt noch eine Reihe von Freunden, die immer mal wieder den Weg kreuzen. Erst kürzlich war ein Generaldirektor aus Luxemburg hier zu Besuch auf der Durchreise. Diese Tage habe ich mit einem jetzt Botschafter der Europäischen Union in Südkorea hin und her korrespondiert, ein alter Freund von mir, den ich ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Aber er hat angekündigt, er kommt nach Basel. Und schon werden wir uns wieder begegnen. Ja, wunderbar. Sie sind ja in Altweil groß geworden und haben auch einen Teil Ihrer Schulzeit da verbracht. Gibt es eigentlich da noch spezielle Kindheitserinnerungen, die Ihnen gerade spontan einfallen wollen? Da gibt es unglaublich viele. Ich bin zur Grundschule in die Hebelschule gegangen. Das ist heute eine Schule für Kinder mit Mobilitätsproblemen und geistigen Lernproblemen. Das war damals eine Grundschule. Die Grundschule in der Jumperschule, wo ich die nächsten zwei Jahre war. Da waren wir über 40 Schüler in der Klasse. Da waren die dritte und die vierte Klasse zusammengelegt. Waren schöne Zeiten. Im Gymnasium, hier auf dem Kant-Gymnasium, haben wir zum Schluss unserer Schulzeit einen Film gedreht über die Lehrerschaft, der nicht so ganz gutiert worden ist von den Lehrern.
und dann schließlich zu einer Beschlagnahme durch den Direktor geführt hat. War damals heiße Zeiten und heiße Diskussionen, aber es ist schon interessant gewesen, war schön. Was war denn eigentlich Ihr Lieblingsfach in der Schule? Eindeutig Geschichte und Politik. Damals schon Politik? Damals schon Politik. Es war ganz interessant. Ich war schon engagiert als junger in der Jungen Union und mein Geschichtslehrer war der örtliche FDP-Vorsitzende und der Gemeinschaftskundelehrer war der örtliche SPD-Vorsitzende und wir hatten immer interessante Diskussionen. Nicht scharf, aber sehr intellektuell, denke ich, in der Sache. Aber wenn man schon Politik kann, welcher Partei gehören Sie ja? Ich bin Mitglied der CDU seit 1972. Sie sind CDU. Sind Sie eigentlich mehr Pragmatiker oder ein Visionär? Wenn man es auf eine Waagschale legt, wahrscheinlich mehr ein Pragmatiker. Aber Sie können natürlich nur pragmatisch handeln, wenn Sie gewisse Vorstellungen von dem haben, was Sie in der Zukunft machen wollen. Und insofern reicht es aus meiner Sicht nicht aus, nur Visionen zu haben. Dann können Sie Malbücher kreieren. Ja, da sind Visionen drin. Für mich ist einfach wichtig, dass man eine klare Vorstellung von dem entwickelt, wohin man eine Stadt entwickeln will. Und sich dann pragmatisch auf den Weg begibt, dieses herbeizuführen. Mhm. Denn nur den Traum zu formulieren, das ist schön für den Moment. Ja. Aber die Menschen beurteilen im Grunde genommen zu Recht ihr Leben danach, was ändert sich, was ist gut, was bleibt, was verändert sich, wo sind Defizite. Und da kann ich mit Träumereien nicht viel anfangen. Nicht viel davon, nein. Haben Sie ein Vorbild in der Politik? Ist schwer zu sagen. Ich habe einige Zeit in den Vereinigten Staaten gearbeitet für einen Senator namens Simpson. Simpson war ein unorthodoxer Politiker in den USA damals. Der hat mich sehr viel gelehrt, muss ich sagen. Ich habe aber auch Begegnungen gehabt und gearbeitet an Stellen, wo ich gelernt habe, wie man Dinge nicht macht. Beides gehört zusammen. Über welche Leistung sind Sie in den zurückliegenden 17 Jahren speziell stolz? Stolz gehört ja eigentlich zu den verwerflichen Seiten des menschlichen Daseins, wenn man in das Neue und das Alte Testament blickt. Ich sage mal so, froh bin ich über einige Dinge, die wir erreichen konnten. Das sind ein zweites Gymnasium für Weil am Rhein, das Oberrhein-Gymnasium, die Fertigstellung der zollfreien Straße als wichtige Verbindung zwischen Lörrach und Weil am Rhein. Die aber lang gedauert hat, oder? Die hat eine sehr lange Historie, die hat ja 1,5 Jahrhunderte gebraucht zwischen der Vertragsvereinbarung bis zur Einweihung. Mir war das damals wichtig, dass es zu Ende kommt, weil das wäre sonst ein Torso gewesen auf beiden Seiten in Lörrach-Wienweil. Und die Verkehrsentlastung für Rhien ist ja eingetreten, so wie man es prognostiziert hat. Das Dritte, was mir wirklich auch viel Freude bereitet, ist die Straßenbahnverbindung zwischen Weil am Rhein und Basel. Immerhin arbeitet ungefähr ein Viertel aller arbeitstätigen Menschen dieser Stadt in irgendeiner Form in Basel oder in den Nordwestschweizer Kantonen. Wir haben sehr, sehr viele Pendler. Deswegen ist das für uns auch eine ganz wichtige Verkehrsverbindung gewesen. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Highlights der letzten Jahre gewesen. Aber apropos Straßenbahn, da hört man schon Stimme laut, man sollte sie doch machen bis zum Leublin-Park. Und ich glaube, sind auch schon Verhandlungen stattgefunden, wenn ich richtig da liege. Läuft da was oder ist das weiterhin eine Vision? Also ich halte sehr viel von Straßenbahn. Basel hat diesbezüglich eine sehr lange Tradition und hat bewiesen, dass das hilfreich ist für eine Stadtentwicklung. Das gilt auch für Weil am Rhein. Ich kann mir das sehr gut vorstellen bis zum Leublin-Park. Wir haben eingegeben im sogenannten Aglo-Programm der Schweizer Eidgenossenschaft den Wunsch auf eine Verlängerung bis zum Leublin-Park, weil das wäre die einzige Möglichkeit, wenn wir mit Unterstützung auch aus der Schweiz in die Lage kämen, das zu realisieren. Noch einmal, es sind so viele Menschen, die hier in dieser Stadt wohnen, aber in Basel berufstätig sind und damit dazu beitragen, dass es Basel gut geht und ihnen wiederum auch. Wir müssen ihnen eine Alternative anbieten zum Individualverkehr und deswegen denke ich, ist das der richtige Schritt. Es geht ja da immer um die Finanzen auch und würde mich interessieren, haben Sie eine Vision, wann eigentlich Weil schuldenfrei ist? Da habe ich eine ganz klare Vorstellung davon. Wir haben jetzt noch ein einziges verbliebenes Darlehen zu tilgen. Das wird im Jahr 2019 der Fall sein. Und dann sind wir auf dem Stand, den ich mir immer gewünscht habe. Warum? Weil wir alle miteinander kennen nicht die Herausforderungen der nächsten 10, 15 Jahre. Die ganze Welt ist im Umbruch.
Wenn uns jemand vor 7 Jahren gesagt hätte, wir werden es mit großen Flüchtlingsströmen zu tun haben, hätte man das als intellektuellen Beitrag gewürdigt, aber nicht als ein konkretes Thema. Und nur weil wir uns in die finanzielle Situation begeben haben, dass wir Luft haben, dass wir Freiheit haben, uns zu entscheiden, deswegen können wir das auch meistern. Und darum gilt mein persönlicher Grundsatz immer, nur Geld auszugeben, das vorher in der Kasse ist, muss vorher da sein. Und dann kann man sich entscheiden darüber, wie gibt man was in den kommenden Jahren aus. Vorsicht ist bei öffentlichen Ausgaben mindestens so sinnvoll wie im privaten. Ein anderes Thema ist noch schnell die Flüchtlinge, weil das gesehen die große oder relativ große Containerstadt da vorne bei unserem Messeplatz. Das ist ja für Sie auch ein großer Stein am Bein, nehme ich an, oder? Oder war es auf jeden Fall. Die Bevölkerung ist auch nicht so begeistert davon. Was schätzen Sie, wie lange das da so bleiben soll? Also wir haben für den Messeplatz, um das konkret zu beantworten, eine klare Vorstellung. Das soll für die Dauer von 3 Jahren sein, Punkt. Warum? Das ist eine temporäre Unterbringung. Wir wollen die Menschen natürlich in Wohnungen bringen, die regulären Häusern entsprechen. Das ist jetzt dort eine temporäre Unterbringung. Zu der sind wir gezwungen deswegen, weil wir in der Geschwindigkeit, in der Menschen uns zugewiesen werden, in die sogenannte Anschlussunterbringung, das heißt, die haben ein Verfahren in Deutschland durchlaufen und kommen dann am Schluss bei einer Kommune an, das wird verteilt nach Einwohnerzahlen, und wenn sie dann bei uns ankommen, müssen wir sie in reguläre Wohnungen unterbringen, ähnlich wie vielleicht bei der Obdachlosigkeit, darf niemand in Deutschland obdachlos sein. Wohin, glauben Sie, steuert eigentlich Weil am Rhein in Zukunft? Ich glaube, dass Weil am Rhein auf dem Weg weiterfahren wird, eine dynamische Stadt zu sein, mit einem großen und breiten infrastrukturellen Angebot für seine Einwohnerinnen und Einwohner. Wir sind ausgezeichnet aufgestellt bei der Kinderbetreuung, bei der Kleinkindbetreuung, bei der Schule, beim Bildungsbereich. Das ist mir persönlich immer so was sehr Wichtiges, weil man muss Menschen die Fertigkeit geben, ihre Zukunft selber zu gestalten und das möglichst gut in einer sehr wettbewerbsorientierten, kompetitiven Welt. Und deswegen ist Bildung für mich ein ganz zentraler Punkt. Und wir werden, denke ich, auch fortgesetzt ein verzahnter Teil dieser Agglomeration am Rheinknie sein. Die Geschichte von Weil am Rhein kann man ohne Basel nicht denken. Und Basel kann man ohne seine Umlandgemeinden, sei es in der Schweiz, sei es im Elsass, sei es auf der deutschen Seite nicht denken. Der Blick in die Biografien von vielen Baslern zeigt, es gab da immer schon intensivste Verbindungen in das Elsass und ins Badische. Ja, genau. Und wo sind die größten Herausforderungen für Sie? Die größten Herausforderungen werden jetzt sein im Bereich der nachholenden Infrastruktur für Schule und Kindergärten, weil wir wachsen. Die Stadt wächst ungefähr um die 300 bis 400 Personen pro Jahr. Und das bedeutet natürlich, dass wir nachziehen müssen im Bereich der Kinderbetreuung, im Bereich der Schulen, aber auch im Nahverkehr. Ich hatte es vorher schon erwähnt. Was macht es eigentlich aus, dass Sie eine so eine tolle Beziehung haben zwischen Frankreich und sagen wir mal, Hünigen und Basel? Also mit Hüningen gibt es eine sehr spezielle Geschichte zwischen Weil am Rhein und Hüningen. Die beiden Städte sind seit 1962 miteinander verschwistert, also eine dieser deutsch-französischen Städtepartnerschaften, etabliert noch vor dem Élysée-Vertrag zwischen Adenauer und de Gaulle, weil es immer diese familiären Bezüge zwischen Hüningen und Weil am Rhein gegeben hat. Auch historisch war man eng miteinander verflochten, sowohl zur Zeit des großen Deutschen Kaiserreichs als auch in der Phase bis zum Ersten Weltkrieg und danach gab es immer wieder die Anstrengungen, sich zu nähern, und deswegen war 62 ein ganz wichtiges Datum, dass wir diese enge Beziehung haben. Es tritt hinzu, ich habe persönlich ein sehr herzliches Verhältnis zu meinem Amtskollegen in Hüningen, Herrn Jean-Marc Deichmann. Auch mit seinem Vorgänger René Möbel war das eine sehr enge persönliche Begegnung. Immer, er ist eine Generation älter als ich. Mit Jean-Marc läuft es jetzt etwas in der gleichen Altersgruppe, wenn man so will. Und ich habe immer Wert darauf gelegt, dass man mit seinen Nachbarn in guten Verhältnissen lebt. Das gilt auch für Basel. Da macht Basel für mich dann keinen Unterschied. Da gibt es natürlich einen Größenunterschied. Basel hat einen Etat, der geht in die Milliarden. Wir sind im Vergleich dazu, wenn wir über das Finanzielle sprechen, eine sehr viel kleinere Einheit. Die Größe, das kulturelle Angebot, das Basel anbieten kann fürs Dreiländereck, ist natürlich dimensional
weit über unseren Möglichkeiten. Aber ich sage, es ist immer ein Geben und Nehmen. Jeder hat so ein bisschen seine Vorteile. Der eine das mehr städtische, der andere das mehr ländliche vielleicht. Gute Gastronomie. Also gute Nachbarschaft zu haben, ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich möchte da mal zurückkommen auf den Vogelgriff. Mhm. Vogelgriff ist ja in Basel etwas ganz Spezielles. Und wer im Vogelgriff eingeladen wird, einmal im Boot mit dem wilden Mann den Rhein runterzufahren, der ist eigentlich schon in Basel anerkannt. Wie war denn das für Sie? Also das war für mich damals eine Riesenüberraschung und eine große Ehre zugleich, weil ich genau um die Historie weiß und ich weiß, welchen formellen Teil die Basler hinter diesem Thema sehen, welche Bedeutung sie dem Ganzen zuordnen. Und ich kann nur sagen, es war ein ausgesprochen freudiges Ereignis, das mir immer noch sehr, sehr präsent ist. Etwa wenn da getanzt wird vor einem, wenn der Hut gezogen wird. Ja. Das sind schon Erinnerungen, die sehr intensiv bei mir sind. Das freut mich, jawohl. Herr Dietz, ich glaube, wir wären soweit fertig. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das ausführliche Gespräch. Euch sage ich Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.